Hallo, Freunde der gepflegten Uruk-Schnetzelei. Willkommen bei Teil 7 von Mittelerde Mordors Schatten. Ging ja in den letzten Teilen schon ziemlich hart her, teils, und jetzt steht die Mission aus, wo man das erste Mal wohl gegen so einen komischen Captain hier kämpft, gegen einen schwarzen Hauptmann. Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt relativ gespannt, wie das ablaufen wird. Ich habe eine ganz böse Vorahnung, dass das ein ziemlich brutaler Kampf wird. Und ich hoffe einfach mal, dass ich mich nicht zu sehr zum Bobby mache, wenn ich gleich gegen ihn kämpfe. Aber erstmal... Ich liebe einfach diese Sprungkills, besonders wenn man die aus so einer Höhe macht. Das sieht schon ziemlich stylisch aus. Ich mache mich jetzt einfach mal auf hier in Richtung Wegpunkt, den ich mir gesetzt habe. Und dann gucken wir mal, ob das hier was werden kann. Und ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Spiel echt gut. Und je vertrauter man mit der Steuerung wird, umso mehr Spaß macht es auch. Und natürlich, jedes neue Skill, was man freischaltet, ist auch immer irgendwie... was Neues und was Cooles. Also das Spiel, es ist schon sehr gut. So, Gortauer ist gefallen und die schwarzen Hauptmänner haben deine Herausforderungen. Oje, oje. Ja. Ruhig, Bruder. Er will den Grabwandler? Ja. Ist die schwarze Hand gekommen? Einer seiner Schergen. Er ist gekommen, um uns zu jagen. Lass mich meine Männer versammeln. Mit den Dienern Saurons kann sich keiner von euch messen. Führt eure Männer aus Mordor heute Nacht, oder ihr seht den Morgen nicht. Es gibt einen versteckten Tunnel zum Schwarzen Tor. Erin... Es ist Zeit. Leb wohl, mein Freund. Na, an den Drecksack erinnere ich mich doch noch. Und die Häuptlinge haben diesem Frevel einfach tatenlos zugesehen. Ne, Redback mal wieder, schön. Sie starben alle in der Schlacht, mein Herr. Alle, außer mir. Häuptling Redback. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Nun... Bring mir den Kopf dieses Grabwandlers. Hol ihn dir doch selbst. Der Waldläufer vom Schwarzen Tor. Wo war dein Mut, als wir dein Weib geschächtet und deinen Sohn aufgeschlitzt haben? Oh, das gibt Ärger. Tötet ihn! Zurück in die Erde, Kerlmann! Oh shit! Trete zurück und lernt die Kunst des Mordens! Oh nein, ich wollte doch den... Na egal. Jetzt teile ich die Hiebe aus.
Zurück an die Arbeit, ihr Maden! Geht schon! Waldläufer! Zeit! Genau, den wollte ich angreifen. Fügt ihm nun den Todesstoß zu und beweist mir euren Wert. Abschaum! Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Uiuiuiui. Ist das alles, was du kannst? Was macht der denn jetzt? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ist hier was zum Heilen? Mal einmal heilen wäre vielleicht gut. Lass dich, verlass das Auftragsgebiet doch gar nicht. Ich will mich doch nur kurz hier drüben heilen. Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? Zurück in die Erde, Grabwandler! Mann, warum macht der denn jetzt bei den dreckigen Kack-Orks immer diesen scheiß Finisher? Du magst aus dem Grab gestiegen sein, doch nun sollst du schon immer auf. Jetzt teile ich die Hiebe aus. Alle auf einmal! Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Nein, ich wollte gerade den Finisher machen. Ah, verdammt. Greift von hinten. Zurück in die Erde, Grabwandler. Mann. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Töte ihn, ihr nichtsnutziger Haufen aus. So. Entwaffne ihn. Boah. Zeit zu sterben. Zurück an die Arbeit, ihr Maden. Geht schon. Ja, das ist ja fies, ey. Das zieht er mir damit echt hier meine Trefferserie ab. Des Mordens. Ist das alles, was du kannst? Jetzt teile ich die Hiebe aus. So. Der dunkle Herrscher wird obsiegen. Nein! Ach Mann. Frechheit. Wirklich, einfach nur eine Frechheit. Nein, ach Mann. Egal. Boah, darf ich den jetzt köpfen? Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Nein! Ach so, jetzt. Aus dem Grab gestiegen sein, doch ich habe gerade total verpeilt, wo die Anzeige war, dass ich welchen Knopf ich drücken muss. Naja, mache ich den jetzt halt nochmal platt, ist ja kein Problem. Jetzt ruft der wahrscheinlich hier gleich wieder ein paar Orks. Die Kunst des Mordens. Ich hole mir mal gerade ein bisschen Energie, vorsichtshalber. Kann ja nicht schaden.
ruf dir doch mal ein paar Orks zur Hilfe. Irgendwo muss ich mir ja meine Kill-Serie holen. Ruf doch mal ein paar Orks. Junge. Ich will dich nicht so umkloppen. Ich will, dass du Orks rufst. Ist das alles, was du kannst? Ich befürchte gerade, dass der das nicht machen wird. Dann muss ich halt das mit Kontern machen. Der ist ja schön berechenbar, der Typ. Der dunkle Herrscher wird obsiegen. Ey, was war das denn jetzt? Warum hat er den... Na, egal. Nochmal. Irgendwie hat er den Finisher nicht gemacht. Sieht irgendwie lächerlich aus, oder? Aber hey, solange es funktioniert, was soll's. Läufer, Zeit zu sterben. Jetzt, komm. Warum hat das jetzt echt nicht gereicht, ihm den Kopf abzuschlagen gerade? Muss ich das jetzt nochmal machen? Na egal, dann nochmal. Ich will ihm den Kopf abschlagen, verdammt. Wehe, der schlägt ihm gleich den Kopf nicht. Dann werde ich echt sauer. Also muss man das zu der Sequenz hier machen. Jetzt aber, komm. Okay. Dann halt nur Kehle aufschneiden. Ist auch nicht so schlecht, aber Köpfen hätte ich besser gemacht. Dein Handeln war mehr als vorschnell. Wir hätten noch viel erfahren können. Er hat meine gesamte Familie vor meinen Augen ermordet. Was hättest du getan? Sprichst du auch mit den Lebenden? Oder bloß mit den Toten? Wer bist du? Mein Name ist Litariel. Ich stamme vom Nonnenmeer. Ist das die Synchronstimme von Penny von The Big Bang? Hier bist du. Nun, Litariel vom Nonnenmeer. Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marvin, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Und was will sie ihm darbieten? Möpse. Das weiß ich nicht. Sind sicher Möpse. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Norn ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Uhu. Talion, du alter Schwerenöter. Wir haben den Hammer Saurons besiegt. Doch noch fehlen die Schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. Ja, und ihr Herrscher. Habe ich irgendwas frei? Ne, Fähigkeitenpunkte nicht. Ich könnte mir irgendwas kaufen. Naja, ich könnte kaufen, ne? Habe ich denn coole Runen? Wahrscheinlich nicht. Auch gar keine neuen ins kommen. So. Hauptmännern ist jetzt auch nur noch Redback, oder? Hä, wo ist denn Redback hin? Ach so, Redback ist tot. Der hat den
echt gekillt. Ich dachte, der hätte den nur irgendwie einmal weggeklatscht. Okay, Redback ist tot. Das ist ja doof. Aber den könnte ich eigentlich noch töten, bevor ich die nächste Mission mache. Der ist auch relativ in der Nähe, sehe ich. Und der ist gerade bei irgendeiner Mission, wenn ich das auch richtig gesehen habe. Ist hier doch irgendwo, da ist diese Mission. Ja, dann gehe ich da doch jetzt hin und mache den mal platt, oder? Das bietet sich ja jetzt gerade an. Es kommt mir so falsch vor, die Menschen mit ihren dreckigen Fingern das Zeug anzulassen. So, und für die extra Dramatik springe ich von weit oben. Metzele Horden von Feinden nieder, um Ishgar-Schwertmeister zu zwingen, sich dir zu stellen. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich ihm stellst. Klingt sinnvoll. Nur die Stärke des Steins übersteht die Flut. Überstehe die Wellen des Häuptlings und er zeigt sich uns. Wer ist er denn? Dafür musst du schon schneller sein. Was, ein Hauptmann? Da ist er! Und ich habe mir einen guten Kampf erhofft. Du hast mich entstellt. Ach. So werde ich dein Gesicht häuten und es anstelle meines tragen. Tugok, der Schmutzige. Ja, gegen den habe ich mal gekämpft. Da ist er weggelaufen. Nochmal entkommst du mir nicht, Junge. So, bist du jetzt komplett tot, Junge? Wurde zwar nicht geköpft, aber hey, was soll's. Ah, die Finisher sind hier echt... Ich hasse ja diese Schildtypen. Die hasse ich ja wirklich. Let me out!
Ja, endlich mal hier einen Schildtypen erwischt. Okay, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich mir Energie besorge. Hier drüben liegt ja was. Scheiße, die stehen hier jetzt gerade alle rum und ich habe es irgendwie nicht. So, jetzt. Oh, fuck. Falsche Taste. Es wird einfach nicht langweilig zu sehen, wie Orks die Köpfe abfliegen. Scheiße. Ey, den habe ich doch gerade getötet. Den habe ich gerade getötet. Jetzt hat er hier sein Gesicht einmumifiziert und hat, wie vorher schon das halbe Gesicht da mit Stahl bedeckt. Ey, jetzt muss ich den aber köpfen, ey, wirklich. Aber ich glaube, erstmal werde ich die jetzt hier drüben zum Lagerfeuer hinlocken, weil das werden ja immer mehr. Ich würde jetzt aber ehrlich gesagt erst gern mal den anderen da töten. Okay, ich kann nicht über den drüber springen. Was will der denn jetzt? Gut, doch bald wirst du ermüden und ich werde dich aufschlitzen. Na, das werden wir ja sehen, ob du mich aufschlitzt. Du hast einen furchtbaren Fehler gemacht. Shit, shit, shit. Gibt's hier Energie? Energie, Energie. Da hinten gibt's Energie. Aber da hinten kommt noch irgendwer angelaufen. Nicht, dass dir ständig alle ankommen. Ich
Ausweg für dich, feiger Tag. So, jetzt habe ich den schon wieder umgekloppt, aber ohne den richtig zu töten. Jetzt wüsste ich mal gerne, ob der dieses Mal tot bleibt. Waldläufer, ich kenne deine Tricks! Du wirst lernen, was vage Schmerzen sind in deinem Boah, okay, das hat ganz schön gezogen. Uiuiui, ey. Mann, der ist aber hartnäckig, ey. Aber ganz schön ab. Du kannst mir nicht entkommen. Oh, jetzt kommt hier noch einer angegammelt. Das ist halt echt das Miese, dass die immer alle angegammelt kommen, wenn man hier gerade am Kämpfen ist. Yeah!
Mist, vergiftet. Das wird dir nie gelingen. Du wirst lernen, was wahre Schmerzen sind. Ich mir mal wieder irgendwie Energie besorgen. Was hat der Kampfmeister? Ey, der mit seinem vergifteten Schwert, ne? Das ist ja mal richtig nervig. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Und ich bin fast tot. Du ihm nicht? Noch einer? Ich traue dem gar nicht. Ich werde ihn nicht mal leben lassen. Der flieht vor Karagor. Ah, sehr gut. Ja, der flieht auch vor Karagors, okay. Muss ich mich aber gerade mal heilen. Es ist hier gleich finito für mich. Uns alle kannst du nicht besiegen, Tork. Ja, stirb, Junge. Köpf ihn! Köpf ihn! Boah. Ja, oder das Schwert schön durch den Hals. Köpf ihn! Ja! Geil! Jawoll! Boah. Das war eine geile Kill-Animation. Und das gibt eine epische Rune, nicht schlecht.
Fuga-Schauderfratze zum Häuptling befördert. Was ist das für eine Rune? Chance von... Wenn er von einem Geisterblitz oder Geisterbrand getroffen wird. So. Ey, der probiert wegzulaufen. Nein, den lasse ich jetzt nicht entkommen. Der hat mich gerade hier angegriffen, mehr als einmal. Sorry, aber du wirst hier nicht entkommen. Wie wär's damit? Okay, ich kann nicht über den drüber springen. Ey, was glaubst du, wer du bist, Mann? Ich lass dich doch jetzt hier nicht abhauen. Jetzt habe ich ihn direkt so getötet. Okay. Ja, der wird dann sicher nochmal wiederkommen. Habt ihr das gehört? Alle gemeinsam! Also das ist echt praktisch, dass ich denen jetzt die Köpfe platzen lassen kann. Also das ist echt gut. Also ich dachte, boah. Ich dachte, ich hätte eigentlich was gehabt, womit ich Karagor-Angriffe kontern kann. Ah, okay. Kann eine neue Fähigkeit nehmen. Holzschilde beschädigen und Gegner zu Boden werfen. Okay, Schilde kaputt machen wäre natürlich... Natürlich. Eigentlich. Aber das werde ich mir mal kaufen, denke ich, die Kampfaufzehrung. Fokus. War ich mal lieber noch ein bisschen. Aber was habe ich denn hier für eine Rune bekommen? Ich habe auch eine neue Bogenrune oder so. Stellt bei jedem Schattenangriff 36 wieder her. Ja gut, die habe ich jetzt zweimal. Kann ich die umwandeln? Was habe ich hier bei dem Schwert für eine Rune bekommen? Chance von... Platzen zu... Von Geisterblitz und Geisterbrand erfasst wird. Was ist denn genau ein Geisterbrand? Das ist eigentlich auch geil, wenn die Trefferserie 30 erreicht, dass die Gesundheit zu 61% Wahrscheinlichkeit wieder regeneriert wird. Ich kaufe mir mal hier noch einen Slot. Aber da mache ich jetzt die Rune hier rein. Die mache ich mal rein. Das klingt eigentlich nicht schlecht. Oh, jetzt sind auf einmal wieder relativ viele Häuptlinge, sehe ich. Dieser Schauderfratzentyp. Nickbrecher, bla. Der Vogel.
geflohen. Feigling. Den würde ich ja gerne töten gehen. Das ist jetzt ein Stück weit weg. Richtig sehe, bin ich hier. Bin ich hier gerade in der Nähe? Nee. Aber den Turm könnte ich mal. Ich rieche Fleisch. Sklavenfleisch. Hab Hallo Leute. Was gehört? Waldläufer! Ihm nach! Bereicht ihm die Bühne! Du bist nichts gegen uns! Ui, was war das denn? Diese Berserker, die sind immer ganz schön nervig, dass man die nicht so angreifen kann. Die letzten Leichen haben nicht genug Winkel um Gnade. Bam. Der Turm. Aus Elbensteinen gebaut. Er leuchtet, als wäre er aus Licht errichtet. Was war das für ein Geräusch? Na komm, lauf. Oh, hier ist so eine Schwertmission. Und die mache ich mal gerade. Der Waldläufer! Blutet ihn aus! Jagt ihn! Oh, scheiße, der hatte ja Informationen. Naja. Einbruch der Nacht wurden seine Truppen von Ghulen geraubt, Faulix und tötete jede Kreatur Matrone. Das gucke ich mir doch mal an. Brücke. Ach so, das ist das mit dem Geisterblitz, okay. Und dabei können also Köpfe. Thank you.
Neuer Feind, Ghoul-Matronen. Ghoul-Matronen sind die gefährlichsten Exemplare. Sie schlagen stets zurück, wenn du angreifst, also sei bereit, ihnen schnell auszuweichen. Na, endlich ist das Vieh tot. So. Magie einsammeln. Okay, da vorne ist auch irgendeine Mission. Gerade mal geguckt. Ungefähr 50 Minuten jetzt. Und ich will das ja immer so bei einer Stunde halten. Ah, trag der Rote in der Falle, in die Falle. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich... Okay. Er glaubt, er lockt uns in eine Falle. Enttäuschen wir ihn nicht. Ne. Betrete die Falle. Okay. Ich hab schon zieh. Hä? Was war das?
Herrin dieser geflohenen Sklaven muss als Erste sterben. Sie wird langsam zu mächtig. Ich kann immer noch Felgrads bluten. Menschlein dumm! Mensch läuft in Falle! Ja. Oh nein, ihr Orks seid zu schlau. Ich bin euch in die Falle gelaufen. Oh nein. So, mal gucken, ob ich die hier irgendwo in eine Falle locken kann. Ob hier irgendwo ein Lagerfeuer oder so ist. Wenn ich allein wäre. Wer ist er denn? Aber nicht. Bleibt Fleisch. Ach Scheiße, noch einer. Jetzt brauche ich aber mal was zum Heilen hier, ey. Oh Mann, ey, wie viele kommen denn da jetzt noch? Komm her und stell. Ey, noch einer? Wie viele sind denn jetzt da mir her? Wenigstens habe ich den schon mal tot. Scheiße. Wer hat mich denn jetzt erwischt? Boah, ey. Die machen aber hier gerade einen Damage, ey. Das ist ja absolut unfeierlich. Scheiße. Na super. Dachtest du, ich finde dich nicht? Ich hab dich gejagt, wie ein verfluchtes Tier. Boah, ey, das waren jetzt aber auch echt ein paar viele wieder, ey. 5 Stück auf mich drauf oder 6. Einen konnte ich zwar killen, aber es war ein bisschen sehr viel.
alle steigen sie wieder auf. Die bald mal fertig. Boah, ey, weckt mich, wenn das fertig ist. Gott, der ist ja ewig weit weg, ey. Auch total weit weg. Der ist nicht ganz so weit weg. Der ist ein Vergeltungsziel. Das war ja, glaube ich, die Mistsau, die mich gerade gekillt hat. Den würde ich ja ganz gerne noch töten, muss ich sagen. Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten... führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Also man sagt ja, Rache ist Blutwurst. Und ich hätte jetzt ein bisschen Bock auf Blutwurst, muss ich sagen. Was war das für ein Geräusch? Aber ich befürchte, wenn ich da jetzt hingehe, um den anzugreifen, dann kommen da wieder noch zig andere angetölpelt und wollen mitmachen. Versuchen regelmäßig aneinander zu ermorden. Sollte das Opfer überleben, erlangt es Macht. Mische dich in den Überfall ein, um Saurons Armee zu schaffen. Wartet! Wo ist der Grogvorrat? Ich bin durstig! Ja? Wenn ich dich diesmal töte, bleibst du gefälligst tot. Gucken wir mal. Okay, ich kann nicht über den drüber springen. Damit legst du mich nicht rein. Stirb! Ey, was... Was war das denn jetzt mal wieder? Hä? Und jetzt bin ich von... aufgestanden, ohne was gemacht zu haben? Naja, erstmal Energie holen. Also los, Jung! Schlag ihm in die Weichteile! Denkst du, ich hätte den schon vergessen?
Ach, der hat irgendwie so einen Schnellfeuerscheiß da in seiner Armbrust. Ey, das ist echt dreckig mit seiner komischen Armbrust. Ey. Selbst mir wird es langsam langweilig, Waldläufer. Ja, also der Typ, ne, der ist echt abartig. Und der wird immer stärker, ey. Das ist ja abartig. Ist halt echt krass, dass der irgendwie da so 4-5 Schüsse raushauen kann mit seiner Armbrust hintereinander und ich krieg gar keine Warnungsanzeige dafür oder sowas und dann werde ich getroffen und bin eigentlich instant tot. Ich muss den Typen aber echt töten. Ich will den jetzt tot sehen. Was ist das für eine magische Kraft, mit der du in ihren Geist dringst? Das ist nichts Gewöhnliches. Das ist die Macht. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt an der Stelle einen Cut. Und dann ist das in Folge 8 von Mittelerde Mordors Schatten, wie ich nochmal probiere, diesen hässlichen Ogbur der Fleischsammler zu töten. Und vielleicht schaffe ich es ja, mich diesmal nicht von seiner Armbrust durchlöchern zu lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, liked das Video bitte und ihr könnt auch gerne kommentieren. Kommentare sind immer gerne gesehen und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao!